moin moin und mal wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Kanal. Hallo. Wir wollten euch so ein kleines Review, ja nicht wirklich, so eine kleine Laberrunde zu Spiel, unser Resümee 2017 bringen. Ja, ganz genau. Und nach dem fabelhaften Anklang letztes Mal der Kameraführung haben wir diesmal beschlossen, dass wir einfach nur Bilder wie so eine Diashow im Hintergrund laufen lassen und dazu ein bisschen was erzählen. Ja, ganz genau. Wir dachten, letztes Mal war das ja so ein bisschen, was hat einer geschrieben? Es würde aussehen, als wäre er auf LSD oder so. Ja, genau, wie so ein LSD-Trip. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit den Bildern. Und ja, als erstes mal ein Kritikpunkt sofort für die Veranstalter. Und zwar wurde dieses Jahr keine Sicherheitskontrolle durchgeführt. Das fanden wir beide nicht so toll. Nicht wahr? Ja, letztes Jahr haben sie in die Rucksäcke geschaut, in die Trolleys geschaut, aber dieses Jahr ja nichts. Ne, und ihr seht jetzt mal hier, wie voll ich meine, wer da war, der weiß, wie es ist da und wie voll das immer an den Eingängen allein schon ist. Und man hätte so einfach dann 2, 3, 4, 5, 10 Kilo Sprengstoff im Koffer reinkarren können und keine Sau jetzt gemerkt. Und das geht bei solchen Messen nicht echt. Also da Ja, muss alleine es. schon, weil wir auch fast über eine Stunde da anstanden Genau, und und in der ihr seht Zeit das hätte ja. man echt kontrollieren können, Hätte jetzt also. da in der Mitte einer eine Bombe gezündet, weiß ich nicht. Das ist absolut unzeitgemäß heutzutage, sowas nicht zu kontrollieren. Klar ist es ein bisschen lästig, aber muss sein. Also für nächstes Jahr hoffe ich, dass das so sein wird. Ja, und dann starten wir auch gleich mal mit den Bildern. Hier sehen wir schon Gaia-Projekt. Und ja, wir lassen das einfach im Hintergrund ein bisschen laufen, dann kriegt er so ein paar Eindrücke. Da war es noch einigermaßen leer, wie man sieht. Also da Genau. war es noch recht angenehm. Ah, guck mal Genau, hier. und den Brettspiel-Hero haben wir auch getroffen. Ja. Und der wirkte etwas in Eile, deswegen haben wir den auch gar nicht lange zugequatscht. Ja, die Spiel allgemein fand ich war mal wieder ziemlich voll. Wir waren aber auch Samstag da, deswegen, ja, ne, normal. Ansonsten, was sagst du dieses Jahr? Was nimmst du so mit nach Also Hause? ich fand, dieses Jahr haben wir das irgendwie strategisch klüger gelöst. Wir waren halt auch ein bisschen länger da als letztes Jahr, fand ich, von den Stunden her. Ja, doch, klar. Wir haben uns mehr in Ruhe angeschaut, gerade so bis 2, 3 Uhr nachmittags haben wir uns wirklich sehr viel angeschaut. Und also dieses Jahr hat es mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Ich weiß nicht warum, lag vielleicht auch an mir persönlich. Ja, du warst auch ein bisschen fitter dieses Jahr wegen Rücken und so. Und Ja, das stimmt, ja. ja, also war auch, am Anfang war es auch echt noch für den Samstag schön leer. Also Ja. ging wirklich, man konnte überall durchgehen. Und ja, Mittag war es dann Katastrophe. Wir waren dann in den hinteren Hallen. Also wir haben drei angefangen und sind dann. Da ist Photosynthese. Ich muss dich mal eben kurz Photosynthese ist ja unterbrechen. genau, ja. Und dazu, das fand ich so süß, gab es einen kleinen Baumstamm mit Gras oben drauf. Ja, Das war so der Hocker. niedlich. Ja, das Ja. Spiel sah auch sehr gut aus. Genau wie Carnival of Monsters sah auch gut aus. Das gab es hier zum Antesten. Das neue Richard Garfield. Aber das war da schon zu dem Zeitpunkt relativ voll. Und Photosynthesis hat es leider aufgrund der Finanzkrise nicht bei uns in den Einkaufsbeutel geschafft. Aber sah sehr gut aus. Ja. Mit den Bäumen fand ich schick. Doch, ich fand das auch schön auf jeden Fall. Vielleicht einfach mal nochmal schauen. Mein Gott, es ist ja nicht aus der Welt. Das Problem ist, dass nächstes Jahr wieder 1000 neue tolle Sachen kommen. Das ist Ja. voll schlimm. Ja, es gab halt wieder viele schöne Sachen in allen Bereichen. Ihr merkt, das ist bunt gemischt. Hier haben wir Fleet Commander auf einer beleuchteten Platte. Das war auch sehr schick. Das ist halt das Standardspielfeld, was man beim Kauf kriegt. Und dann natürlich, was es uns irgendwie dieses Jahr angetan hat, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten vorher, war Clask. Ja, Klaas. Das haben wir auch als einziges antesten können, weil ja, wir hatten da welchen zugeschaut. Jetzt kommt auch, genau, jetzt kommt auch das Video. Und das fanden wir so witzig. Und dann konnten wir direkt auch einmal spielen. Ja, Und ja, haben es dann auch mitgenommen. genau, haben es da mitgenommen. Im Gegensatz zu Flick'em Up, das haben wir da gelassen. Da wollten wir mal gucken, ob wir das irgendwann zwischendurch im Jahr holen, weil so jetzt haben wir ein Spiel für zwischendurch, was halt so mehr Action ist als wirklich Brettspiel. Und dann haben wir gedacht, lassen wir das da und gucken einfach mal. Ja. Ja, Händler gab es natürlich auch wieder viele mit vielen unterschiedlichen Preisen. Schöne Ausstellungsstücke. Charterstone haben wir auch gesehen. Testspielen war nicht drin, war viel zu voll. Ja, leider. Das heißt, haben wir zum Glück mitgenommen. Ja, Max and Minions, die geile Box, musste ich auch natürlich ein Foto von machen. Ja, Gaia-Projekt und First Nations, also waren immer so schöne Ausstellungstruhen, da konnte man gucken. Gaia-Projekt natürlich heiß gefragt. Ja, wie gesagt, viele, viele Händler und viele, viele Leute, die auch dann da geguckt haben. Ja, Ja, viele das finde Lust, ich auch genau, schön. sehr schöne Einlagen, also diese MDF-Cut-Sachen, die kommen jetzt immer mehr in Ja. Mode und halt auch wirklich Einlagen für Spielboxen.
Ist eine feine Sache. Gab es für Scythe auch zum Beispiel. Gibt es aber auch aus Schaumstoff. Ja, und auch ja hier wie zum Beispiel für die Farben und so. Das finde ich auch total schön. Sieht auch genau. Echt toll aus. Und jetzt gleich... kommt nicht. Ich dachte, nee, wie gesagt, die Fotos sind ein bisschen gemischter. Ja. Was ist hier das? Haben wir Blackwood. Das sah auch sehr gut aus. Und hier haben wir das lustige... Trinkspiel. Ja, genau. Das hatte was mit Trinken zu tun, das Spiel. Das war in einer der hinteren Hallen. Genau. Drinkagon. Genau, so hieß das. Das sah auch ganz witzig aus. Auf Kickstarter auch. Also viele Kickstarter-Sachen dieses Jahr auch am Start, die man noch gar nicht kaufen konnte. Ja, kann man so und so sehen. Klar, muss erstmal gefoundet werden, aber... Ja, Final Fantasy, das ist ja bei mir ein bisschen aufgrund der Zeit und der Finanzen eingeschlafen. Gab es natürlich auch jetzt von Opus 2 die Booster, ein bisschen Matten. Die neuen Decks waren auch da, zu Opus 2 die Starter-Decks. Dann... hatten wir ja schon gesagt, die Hüllen. Die Hüllen auf jeden Fall. Genau, die gab es da günstig. Auch ein großer Stand davon. In ganz vielen verschiedenen Größen. Das fand ich ganz schön gemacht, der Hintergrund. Deswegen hatte ich das mal fotografiert. Die Japan-Ecke war wieder recht groß vertreten dieses Jahr, ne? Ja, Japan, Korea. Ja, sorry, wenn das jetzt falsch ist. Ja. Für uns ist das alles so ein bisschen verschwommen. Hier sehen wir Sakura gerade übrigens. Ja, genau, das hatte ich nicht gekauft, aufgrund, dass es, glaube ich, 23 bis 30 Euro kosten sollte und, wir haben das Geld schon weg war. Ja, genau, wir hatten halt das Problem. Ja, das wäre ja mein Geheimtipp noch gewesen, dass wir dieses Jahr, denke ich mal, auch noch irgendwann kommen oder nächstes, dieses Jahr ist nicht mehr so lang, Chimera Station, super gut, Worker Placement, wo man die Worker zusammentüddeln kann. Ja. Viererschach fanden wir auch gut, sah sehr interessant aus. Ja, und... Ja, ich fand das fand ich total schön, ein paar... Gelände. Ja, Tabletop-Platten halt in der Tabletop. Genau. Und natürlich Roan, links sehen wir den Autor, Stefan Stefanik, der war auch wüst in 1000 Gesprächen verstrickt, deswegen, wir waren auch etwas in Eile, haben wir dann nicht mit ihm gesprochen, aber der Stand war gut besucht, das freut mich. Ja, hier ist nochmal Charterstone, so wie das aussieht. Charterstone Live und das war, den Namen habe ich vergessen, das hat uns die liebe asiatische Frau schön erklärt und da ging es halt darum, Agenten zu intrigieren und so weiter und so fort. War ganz nett. Ja, hier haben wir Klassiker wie Go. Ja, genau. Aber wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber irgendwann möchte ich mich mal damit beschäftigen, weil das ist ja auch ein super Klassiker. Und der gute Mensch wollte dir so gerne das Spiel erklären, aber du warst so in Eile. Der hat sich schon so gefreut. Nach einer Zeit, man hat aber auch so viel, es ist so viel Input und man sieht so viele Eindrücke. Also, guck mal da! Ja, da. Hunter und Kron. Genau, Hunter und Kron. Wir hatten die Illusion, weil Hunter und Kron ja weiter hinten sind. Also waren die, waren ja alle 8 C121. Den kann ich, glaube ich, immer noch auswendig, den Stand. Dass es da leerer ist, aber. Nein, auch das Glücksrad rege frequentiert. Die großen Preise, da, wie ich das gesehen habe, waren schon weitestgehend weg. Die waren ja schon seit Donnerstag da mit dem Glücksrad. Und da haben wir uns gedacht, nee. Da stellen wir uns nicht an, das dauert viel zu lange. Und hier im Hintergrund sieht man gleich auch vielleicht den Kron. Hunter meine ich. Ja, genau, da der ist Hunter er. Und der unterhält sich gerade mit dem Brettspiel-Hero, mit dem Tobi. Und wir sind einfach mal weiter marschiert. Hier sehen wir Badlands, das sah auch ganz interessant aus, auch wieder so ein bisschen postapokalyptisches Setting. Viele Sachen auch aus Holz da gewesen, das fand ich besonders gut teilweise, waren da echt schöne Sachen dabei, also nicht zuletzt Clask. Das interessiert mich auch immer noch, wir werden auch nochmal im Internet darüber recherchieren, was das genau ist, auf 3 Ebenen spielt man das, total witzig. Genau, das sah echt gut aus. Ja. Ja, halt viele Sachen, die wirklich gut aussahen und man konnte wirklich, müsste man da 2 Wochen bleiben und jeden Tag an einen anderen Stand irgendwie. Ja, Deep Cut. Auch mit Kraken haben, wie gesagt, Kraken hatten wir schon angemerkt, super schön mal wieder und super nett, die Jungs. Deepcut hatten auch ein paar schöne Sachen da. Da ist es, was ich vorhin meinte, sorry. Dieses riesengroße Gelände, beziehungsweise, aus MDF wieder. Ja, genau, schön mit dem Cutter gemacht. Und mittlerweile auch mit Struktur. Ihr seht, das sieht echt schick aus und da tut sich einiges und da wird sich auch noch einiges tun. Hier Tower Rex, seht ihr, das war das Gelände davon, da gibt es mehreres und Hammer. Also echt geil und da wird sich auch noch viel tun. Ja, Lab gab es auch, irgendwie zwar nicht so viel, aber ein bisschen auch, ein paar Schwerter, ein paar Waffen und natürlich Tabletop und viele Brettspiele, die auch viele schöne Miniaturen haben. Vampire Hunters sah auch sehr, sehr gut aus, kann man nicht anders sagen, wurde da auch gespielt, aber war auch ziemlich voll da. Natürlich, wie gesagt, diverse an Tabletops. Also ich fand das dieses Jahr auch ein bisschen mehr als letztes Jahr mit den ganzen Tabletops mehr Platten, und dem Gelände. Mehr Platten fand ich, genau, ja. Mhm. Und schöner angerichtet, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Also es war wirklich super viel. Ja. Und auch für Leute, die Spaß daran hatten, die konnten da echt arm werden. Und
Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin ja nicht so der Tabletop-Spieler, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gelände, diese liebevoll gestalteten Gelände, ich fand das so toll. Da habe ich die meisten Fotos von gemacht, weil ich das einfach total schnuffig fand. Ja, das ist aber auch einfach Hammer. Ja, und wie viel Arbeit da drin steckt und Wahnsinn, also ganz toll gemacht. Ja, also da waren viele, viele schöne Sachen dabei, ja, auf jeden Fall. Und auch kleine Gelände wie hier. Mhm. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, welches System das ist, entschuldigt bitte. Aber ja, halt solche Sachen sind echt schick und das Auge spielt immer mit. Ihr kennt das ja als Tabletop-Spieler garantiert. Und das ist dann nochmal ein bisschen schicker, ja, hier das auch mit Wassereffekt. Das finde ich schön, ja. Das fand ich so toll. Als ist halt ein bisschen was anderes als Brettspiel. Ja, wie gesagt, hier gibt es halt ein bisschen Lab, hatten wir auch dabei. Ein paar Schilde, ein paar Schwerter und hier und da ein paar Steampunk-Accessoires gab es auch und wunderschöne Gehstöcke, also so Zauberstöcke. Der Mann war sehr enthusiastisch und engagiert, ja, das und das Volk zu bringen. Ja, Parabellum, die waren auch da, die hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm und die haben wirklich ein paar schöne Sachen da gehabt, auch mit Regimentsbases. Da waren wir leider gerade im Aufbruch schon, wo wir da hinten durchgewuselt sind, sah aber gut aus, werft da auf alle Fälle mal einen Blick drauf und ja. Die Häuser sind auch geil gemacht, ne? Wo ich das Häuser geil sehe. Und ja. Oh, mein Stand. Ja. Also Tagebücher aus Leder, super schön gemacht. Hammer. Was die genau gekostet haben, weiß ich jetzt nicht. Die Federn zwischen auch. Zwischen 30, 20 richtig, und 50 oder 60, toll. Ja. Ja, an der, rechts an der Seite sieht man noch Umschläge. Also die für irgendwelche Bücher, die man da drum machen konnte, richtig toll. Ja, also das war echt schick. Ja. Und ja, hier sind wir bei Drop Fleet Commander, Drop Zone Commander und so weiter und so fort. Das war auch mal wieder sehr hübsch. Dann natürlich auch Wolsung vertreten gewesen mit der Platte. Die sehen ja auch immer richtig gut aus. Hier auch nochmal in Schaf. Ja, ja, so manche, wie gesagt, nach einer Zeit, man konnte auch einfach nicht mehr. Also da hat es etwas nachgelassen. Ja, dann auch hier Terrain. Das sind einzelne Elemente, die ihr seht, diese Tentakel, die daraus wachsen. Die gab es auch zu kaufen. Und ja, halt für eine Tyrannidenplatte zum Beispiel super schick. Die Bäume sind ja auch genial, ne? Wenn ja, Freebootersfeld so natürlich wieder vertreten auch und auch hier viele Ruinen und was immer mehr kommt, sind die Matten und hier sind wir bei Kraken und ihr seht, dieses Design, die hatte ich auch in der Hand, das gefällt mir super gut. Und hätte ich die Kohle noch gehabt, nein, das war keine Lüge, ich wäre wiedergekommen, ich hätte sie gekauft, aber ich war blank. Ja, hier auch ein Warboard X-Wing. Für X-Wing, genau. Ja. Und super geil, was ich bis jetzt noch nie gesehen hatte, dass es irgendwie auch für so eine Ebene gibt mit Tokenhalter quasi und dann Plexiglas drüber. Sehr schick, ja, auf alle Fälle. Echt toll, auf jeden Fall. Ja, hier sind wir wieder bei Cthulhu Wars, auch sehr geile Miniaturen. Könnt ihr euch auch noch schick anmalen, wenn ihr Bock habt. Dann natürlich wieder, ich weiß gar nicht, sind wir bei Freebooters, auf alle Fälle eine Seeplatte hier wieder. Alles bunt gemischt. Dann natürlich X-Wing, das durfte nicht fehlen. Und da war auch schon die neue Welle ausgestellt. Hier sind jetzt die Epic-Schiffe. Hier ist die neue Welle, die ist leider ein bisschen unscharf geworden. Das habe ich leider gar nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. Und andere Fotos hatte ich gar nicht. Ja, hier sehen wir den neuen Bomber, der kommen wird. Auch sehr hübsch. Dann haben wir hier den TIE Silencer, der irgendwie leider gar nicht zur Geltung kommt, weil der schwarz ist. Der sah aber auch sehr, sehr gut aus. Und ich weiß gar nicht, wann die neue Welle kommt. Dann haben wir hier noch drei Schiffe, das links ist auch noch ein kleines. Ja, das ist von Ja, für die neue Welle. Die Rata ist ja raus. Ja, aber die Ghost, ich habe die Ghost noch nie live gesehen irgendwie. Die war ganz schön fett, habe ich gar nicht gedacht. Also ich fand auch, dieses Jahr konnte man sehen, wie X-Wing geboomt hat. Ja, X-Wing, genau. Ne? X-Wing, allgemein, also Fantasy Flight hat einen riesigen Stand. Rune Wars, X-Wing, natürlich dann das neue Star Wars Spiel, Legion. Ja. Was ja in manchen Kreisen als Warhammer-Killer gehandelt wird, soweit würde ich noch nicht gehen. Das war auch wieder gut besucht, an einer Platte wurde gespielt. Mhm. Und ja, Testspiel haben wir zeitlich nicht mehr hingekriegt. Ich bin gespannt, da gehe ich aber nochmal hinterher. Ja, halt viel schöne Sachen. Ja, ja, Edge of Humanity von Golden Egg Games, hatte ich auch mal kurz einen Blick drauf geworfen, aber auch kein Testspiel zeitlich beschränkt hingekriegt. Sah auch ganz lustig aus auf alle Fälle. Was hatten wir denn noch auf dem Schirm? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, wir hatten so viel, ja, auf dem Schirm. Also Pepperback habe ich nicht gekriegt. Love Letters haben wir nicht gekriegt. Dragon Castle wollte ich gerne noch haben, dieses Mahjong-Spiel. Ja, Pepperback konnte man leider auch gar nicht anspielen. Da war nur ein ganz, ganz kleiner Nupsi-Stand. Und da, ja, da habe ich mich so gefreut, dass ich das gefunden habe, dass mich auf einmal, weil ich so schrill
das ausgerufen habe, sich alle umdreht und mich ausgelacht haben. Oder angelacht, sagen wir es mal so. Ja, so aber gekauft haben wir es im Endeffekt nicht, weil, wie gesagt, das Geld war halt schon sehr schnell weg. Und für 30 Euro, glaube ich, sollte das kosten. Ne? Ich glaube, ja, 30. Da dachte ich mir, ja gut, dann schauen wir nochmal, ob wir es einfach so bekommen. Ja, das stimmt. Ja, viele schöne Miniaturen, wie gesagt. Wir haben das hier alles bunt gewürfelt, damit nicht irgendwer so sich zwischendurch gelangweilt fühlt, weil nicht jeder mag auch Tabletop. Ich fand das dieses Jahr echt extrem. Ne? Oh, und hier haben wir sogar den Ton noch drin gelassen. Sehr gut. Den werde ich nachher noch ausblenden. Der wird im Mikro ein bisschen hören. Also viele schöne Miniaturen auf alle Fälle da gewesen dieses Jahr. Und das ist ja auch krass. Ja. Boah, ist das riesig. Gab auch viele schöne Bases, es gab auch viele schöne Einzelminiaturen, es gab viele schöne Hexspiele. Also dieses Jahr fand ich das noch extremer als das Jahr davor. Ja, hier Nemesis sah auch sehr gut aus, muss ich sagen. Allein von der Optik. Also das Weltraumthema, das boomt ja im Moment wie Sau. Und es sind viele schöne Sachen rausgekommen, da ich sowieso Science-Fiction und Fantasy-affin bin, ja. Aber ich finde auch, die sind eigentlich viel liebevoller gemacht jetzt mittlerweile. Ja, liebevoller, mehr, ne? Detailreicher, ja, es wird einfach alles besser. Ja. Natürlich für die Trading-Card-Spieler waren natürlich auch diverse Aussteller da. Hier haben wir Ultimate Guard mit den schönen neuen Flipboxen, die finde ich ja auch geil. Hier ist die neue, wo 5 Sidewinder reinpassen. Hier sehen wir die noch größere Box, wo 5 Sidewinder plus die Playmat und ein paar Würfel reinkommen. Viele schöne Sachen und natürlich Klask. Turnier, Klask und richtig mit Ansager und so weiter und so fort. Ja, das macht aber auch Bock. Wir haben das schon angetestet und gestern den ganzen Tag fast nur Klask gespielt. Ja. Das ist echt witzig, unglaublich. Ja, Warhammer natürlich diesmal auch wieder mit dem fetten Stand. Hier sehen wir schon Shade Spire, das neue Spiel, was jetzt auch boomt. Dann natürlich Necromunda kommt wieder, ist sowieso in aller Munde, haha, Herr Wortwitz. Und ja, da hatten sie halt auch was. Natürlich AOS eine Platte und 40k eine Platte, da wurde auch rege gespielt. Und ja, die 8. Edition ist jetzt raus, darüber scheiden sich ja immer noch die Geister. Hier sehen wir das 40k-Spielfeld schön auf dem Sektor Imperialis, mein Gott. Leichte Sprachprobleme heute, ne? Ja, ich habe irgendwie einen Schädel, ich weiß auch nicht. Ja, dann natürlich Forge World. Und das fand ich so geil, da musste ich auch natürlich ein Foto von machen. Handgeschrieben, welche Kreditkarten akzeptiert werden, weil Forge World, jeder weiß, was das kostet. Und das Tierchen hier, der Läufer, der war unnormal groß, also der hat eine halbe Vitrine ausgefüllt, also ich denke mal, der wird bald einen halben Meter oder was groß gewesen sein. Super fettes Ding, stand auch gar kein Preis dran, soweit ich weiß, musste ich natürlich aufnehmen. Die Einzelteile werden wahrscheinlich schon so teuer sein, wie hast du nicht gesehen. Ja, Trading Card, Megacorp, hat ja auch ziemlich geboomt so ein bisschen, das neue Spiel. Und da geht es halt darum, eine Firma aufzubauen und ja, das ist ein Wirtschafts-Trading Card-Spiel. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Letztes Jahr haben wir das gesehen, da war es. War es noch ein Kickstarter? Kickstarter, genau. Jetzt ist es raus, kostet 120 Euro leider. Dwarf War, schaut da auf alle Fälle mal rein. Geiles Spielkonzept, super geiles Material, aber auch, ne? Ja, wie man das sieht, für 120 Euro, es ist so viel mit dabei. Und wie gesagt, das Konzept ist geil. Also das Spielkonzept hat mich echt überzeugt, das war sehr schick. Und was hier auf Kickstarter jetzt demnächst kommt, ist U-Boot. Und das Ding, das ist ein riesenfetter Spieltisch, ihr seht das. Da seht ihr nochmal das Werbeposter von Phalanx. Und das ist halt ein World War II, also ein Zweite Weltkriegs-U-Boot-Simulationsspiel. Ihr seht hier, das Material ist aus Pappe, da passen sogar kleine Männchen rein. Richtig lang, sieht richtig gut aus. Schaut's euch an. Und ja, hier sieht man, wie sich das alles nach und nach füllt. Also hier war sogar noch Platz, da gab es sogar noch freie Spieltische. Und ja, nachher war es wirklich eine... Ja, ein Gerempel. Wahnsinn, das sind auch richtig geile Tische. Genau, mein Liebling. Und ich habe schon fast durch, dass wir den irgendwann mal unseren Esstisch durch so einen ersetzen dürfen, wenn wir noch ein bisschen sparen. Also die Leute, die das machen, das ist auch ein bisschen günstiger als die Tische, die wir sonst gekannt haben. Natürlich, es ist noch relativ teuer, aber es ist sehr schick. Und ihr seht hier diese Elemente. Und diese Elemente, die kann man variieren an den Tischen. Da habe ich auch gleich nochmal ein kurzes Video zu gemacht. Erstmal schauen wir uns hier. Natürlich Getränkehalter, Standard, irgendwie mit rausnehmbarem Metall. Unten natürlich hier, um Regelbücher abzulegen und. Versenkbar ist klar. Ablagen, das ganze Ding mit Strom, USB-Anschlüssen und wie es aussieht auch sogar Kaltstromanschlüssen. Ja, von oben, genau, von oben in Größe für eine große Playmat. Seht ihr hier, liegt auch schon eine drauf von Deep Cut, ist halt das Standardformat zum Beispiel für Warhammer. Ihr habt Kartenhalter an den Seiten, Getränkehalter an den Seiten. So, und der hier ist auch nochmal was für was Verdecktes, wenn man irgendwas Verdecktes spielen will, zum Beispiel mit Ablagen, startet bei 750 Dollar.
Und hier, das waren jetzt die Messepreise natürlich. Naja, klar. Das sind die einzelnen Elemente, die ihr jetzt hier seht. Die sind hinten mit Magneten. Genau, Tata. Ich drehe das gerade mal um. Ist einfach ganz simpel gemacht mit versenkten Magneten. Und ja, weil das wird jetzt einfach unten dran geklipst und dann sieht das gut aus. Ja. So, ne, nochmal einmal kurz abgeschwenkt. Ihr seht, das ist super schick und auch in Schwarz, das würde super gut bei uns ins Wohnzimmer zu den schwarzen Regalen und so passen. Ja, ja, nee, ist klar. Und ja, also das war schon mein persönliches Favorite hier, so was man jetzt als Langzeitprojekt mal in Angriff nehmen könnte. Und ich finde das Ding wirklich schick. Wir werden auf alle Fälle bei denen auf der Seite nochmal gucken. Ja, und Platten gibt es natürlich auch für oben drauf, dass man das als ganz normalen Tisch dann nochmal benutzen kann, genau, zum Essen oder whatever. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das sexy oder ist das sexy? Das ist super geil, besonders was ich richtig geil finde, dass man das ruckzuck mit diesen komischen Klick hier Magnetelementen ganz schnell einen ganz anderen Stil da rauskriegt. Genau. Ihr habt das gesehen vorhin, das mit diesem Braun sieht eher so ein bisschen Steampunk-mäßig aus und ja. Ja, immer geil. Das ist super schick und wie gesagt, über lang oder kurz hoffe ich, dass das mal bei uns ins Inventar wandern wird. Ja, mal gucken. Schauen wir mal, ja. Und damit ist unsere kurze Show, wir wollten euch jetzt auch nicht zu bombardieren, wir quatschen nämlich schon über 20 Minuten hier. Ja. Das war Essen 2017. Ja, anstrengend, schön. Ich glaube, wir sind morgens um 6:30 losgefahren, waren abends um 9:10 wieder zu Hause. Wahnsinn, also... Gut, wir waren auf dem Rückweg noch einmal essen, aber... Ja, ja gut. Aber und zwar nicht in Essen. Wortspiel. Ja, und ja, keine Ahnung, ein Tag hat für uns gereicht, wir waren danach platt und pleite. Und, also ich hätte noch einen zweiten fahren können, ich hätte nur kein Geld mehr. Ich leider nicht und ja. Ja. Total geil, aber wie gesagt, es müsste ein bisschen leerer sein, dass man halt auch mehr anspielen genau. könnte. Weitläufiger vielleicht noch und es sind einfach unglaublich viele Menschen, gerade zum späten Nachmittag hin, wurden ja, und am die Wochenende. Auch alle so ein das bisschen... Das Problem war ja, dass du arbeiten musstest. Wären ja. wir Donnerstag, Freitag schon hingefahren, hätten wir auf alle Fälle mehr Chancen gehabt, mal was anzutesten. Auch ja, hätten stimmt. unsere Besorgung am ersten Tag oder bis Mittag erledigen können. Und ja, auf alle Fälle, wir können es euch nur wärmstens empfehlen. Wir hoffen, dass nächstes Jahr da ein bisschen mehr für Sicherheit gesorgt wird. Das Nahrungsangebot war diesmal ein bisschen besser als letztes Jahr, hatte ich das Gefühl. Ja, war das stimmt. etwas abwechslungsreicher. Es gab sogar echt einen Foodtruck in Halle 8. Ja, nur das, was ich total blöd finde... Man hat nirgendwo die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Ja, das ist außer ein Manko. Man spielt irgendwo. Oder die 10, vielleicht lass es 15, 20 Massagesesseln sein, die irgendwo verteilt sind, aber die ja. sind eigentlich immer besetzt. Wollte ich gerade einfach sagen. Mal ein paar olle Bänke mit einer Lehne irgendwo zwischendurch hinstellen. Ja. In der Galeria oder... Selbst zum Beispiel, wir haben uns einen Döner für zwischendurch mal geholt mittags. Wir konnten uns nirgendwo hinsetzen, um den zu essen. Wir haben den stehen gegessen und... Ja, ja. die meisten setzen sich auf den Boden und ja. Es... Sollte doch drin sein, wenigstens in den Zwischengängen. Einfach mal ein paar Stühle oder Bänke dahinzustellen, muss ja nichts Wildes sein. Also das ja. wäre schon mal schick, dass man irgendwie ne, das seinen armen Rücken mal und seinen Füßen was Gutes tun kann. Ja, ja, weil wie gesagt, wenn man da, wir waren von morgens 9 Uhr, wurde das aufgemacht? Nee, 9:30 Ja, 9 waren wir, genau, kurz vor 10, wir sind sogar 9:40 ja, schon reingekommen. Bis abends um ja, 6, 6 7, kurz nach ja, 6. Irgendwie sowas. Ja, das ist eine lange Zeit, finde ich. Und man schleppt und... Läuft ja. und man tippelt nachher Zeit nur noch und da war ich dann auch nach ein paar Stunden raus, weil das ist, jeder, der so ein bisschen Rücken hat oder so, der hat da echt Probleme mit, dann haben die Leute einen immer mehr angerempelt, wurden ein bisschen aggressiver. Ja. Ja, aber ansonsten war es eigentlich total schön. Ja, und wir freuen uns jetzt schon wieder aufs nächste Jahr. Wie gesagt, wir richten eine Kasse ein für nächstes Jahr. Ja. Und ja, ihr seht es, 25. bis 28.10., also Oktober 2018. Und ich freue mich jetzt schon. Ja, ich mich auch. Bis dahin spielen wir auf alle Fälle viele Spiele, die wir gekauft haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen euch nächstes Jahr in Essen. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Genau. Vielleicht war er ja selber auch da und ja. Für alle, die nicht hin konnten, versucht nächstes Jahr zu kommen, es lohnt ja, sich. Ja, auf jeden Fall. Wir werden da sein. In ja. diesem Sinne, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wir sind raus. Macht's gut, ciao. Ciao.